Ja, und das ist unser brandneues Cold Shapes Icon. High Performance Freestyle Board, ist komplett aus Carbon. Und außerdem haben wir noch Balsa-Holz drin, neben dem Polonia-Holz, damit es maximal leicht ist. Und ja, wir haben es geschafft, ein Carbon-Board zu bauen, was wirklich komfortabel ist. Also ich glaube, weiß nicht, ob es das vorher am Markt schon gegeben hat. Die meisten Carbon-Boards sind natürlich sehr, sehr hart. Und die Vorteile davon sind, dass es extrem Pop hat und sehr direktes Gefühl. Und wir wollten aber auch das Ganze kombinieren mit Fahrkomfort. Das heißt, wir haben sehr viel Flex eingebaut. Das Board ist sehr, sehr, sehr weich. Dazu haben wir eine große Rockerkurve drin, damit du sehr soft landest. Und der Clou bei der ganzen Sache ist, die drückt man ein bisschen raus. Also wenn man jetzt mit seinem Gewicht draufsteht, wird das Board ein bisschen plan gedrückt. Und dadurch kann man noch relativ früh angleiten. Und das Ganze wird nochmal verstärkt durch die Doppelkonkabel. Das soll auch frühes Angleiten unterstützt nochmal zum einen beim Pop durch mehr Grip, zum anderen hilft es auch bei softeren Landungen. Der Fahrkomfort wird auch nochmal unterstützt durch die Laufruhe. Das heißt, wir haben die gleiche Outline wie beim Polar, was ja sehr, sehr laufruhig ist im Kabelwasser. Und es ist natürlich nicht ganz so, hat natürlich nicht ganz so viel wie jetzt ein bretthartes Carbonboard, aber es hat schon deutlich, deutlich explosiveren Pop als unsere Flux-Fiber Glasfaserboards und du hast auch ein direkteres Gefühl. Ich würde sagen, das Board, ja, sollte man auf jeden Fall mal Probe fahren, bevor man sich es kauft, weil es doch auch mal ein bisschen spritziger ist. Macht super viel Spaß, gerade für Leute, die Dark Slides üben wollen, Board-Offs, One-Footer, Big Air und die halt gerne ein leichtes, spritziges Board an den Füßen haben. Gerade hier in der Ort der Rede echt ein Traum. Probiert es aus bei Brettboard.